Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Ich bin hier in einem CrossFit-Saal oder in einer CrossFit-Halle von meinem guten Freund Marco. Ist ehemaliger Soldat und auch Schießinstruktor von mir. Wenn die Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz zu mir kommen und lassen sich von mir ausbilden und haben auch noch Schießen zu gehen und so weiter, dann haben sie auch die Möglichkeit. Und er ist einer von meinen Instruktoren und das ist seine Halle. Hier trainiere ich hin und wieder. Und heute würde ich gerne auf ein Video reagieren von einem Legionär, ja, dieser wahnsinnig durchtrainierte Soldat. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich mich mit ihm vergleiche und versuche ich besser zu wirken oder wie auch immer, weil das bin ich einfach nicht, ja. Solche Vergleiche mag ich gar nicht, vor allem er ist ein Legionär, er hat Erfahrungen, da geht es um was ganz, ganz anderes, ja, und zwar, wie du es schaffst, auch ganz alleine dynamisch und explosiv zu trainieren, ja. Ich zeige euch zuerst seine Sache, er redet zwar Französisch und so weiter, aber ihr seht in dem Video, was er meint, ja. Und danach zeige ich euch meine Sachen, ja. Deshalb will ich jetzt nicht was zeigen, das ist besser, das ist schlechter. Nein, nur anders. Dann habt ihr mehrere Techniken, mehrere Übungen und das könnt ihr alles alleine machen, weil genauso sind meine Online-Kurse aufgebaut, die mehrere Stunden dauern. Ja? Da habt ihr wirklich alles mit Stock, mit Messer, waffenlos, Luta Libre, Bodentraining für Anfänger, alles, alles, Alltagsgegenstände, alles habt ihr dabei. Ja? Und, oder meine Messerkurse und so weiter. Deshalb würde ich gerne auf dieses Video reagieren, aber vorher muss ich noch kurz was erwähnen. Mich hat vor einiger Zeit jemand kontaktiert, er hat mit behinderten Menschen zu tun. Ja? Vielleicht wie die meisten wissen, noch bevor wir ausgewandert sind, schon vor knappen 6 Jahren, habe ich die letzten 4 Jahre in Behindertenwerkstätten gearbeitet, mit behinderten Menschen. Ja? Und das war einer meiner besten Jobs, wie ich noch damals gearbeitet habe, weil in den Lokalen, wo ich gearbeitet habe, da ist richtig zur Sache gegangen, aber das daher, das war ganz was anderes. Ja, und er hat mich so quasi gebeten, dass ich ein bisschen aufmerksam mache, dass auch Leute mit Behinderung sehr wohl die Chance bekommen sollten, irgendwo zu trainieren, weil er sagt, viele wollen mit denen nichts zu tun haben oder sagen, na, mit euch können wir nicht trainieren und so weiter und so fort. Das heißt nicht, wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl ist, heißt nicht automatisch, dass er nicht trainieren kann. Ich habe solche Leute trainiert, ich habe sogar dort, während ich gearbeitet habe, beziehungsweise danach, habe ich zweimal in der Woche einige ausgesucht, mit denen es ging, selbstverständlich, und mit denen trainiert. Weil er hat mir auch geschrieben, einer unserer Ziele ist, dass sich Leute überhaupt mal Gedanken darüber machen, dass auch Menschen mit Handicap ganz normale Menschen sind und Menschen mit Handicap und sie auch so behandelt werden möchten. Ja? Weil das, und dass sie die Kampfkunstvereine diesen Menschen gegenüber öffnen, ja, weil das ist sehr, sehr wichtig, ja, auch diese Menschen wollen voranschreiten, auch diese Menschen möchten, dass man sie ansieht, als wären sie normal und nicht irgendwie ganz nah die Türen bleiben zu und so weiter, ja. Noch ganz wichtig, kennst du ja auch seine Webseite anschauen, inklusionbrauchaktion.de, ja, das wollte ich auch noch erwähnen, weil mir diese Menschen die letzten 4 Jahre, mit denen ich gearbeitet habe, beziehungsweise noch bevor wir ausgewandert sind, sehr ans Herz gewachsen sind. Und jedes Mal, wenn ich in Österreich bin und ich besuche, die laufen raus. Manche weinen von denen, wenn sie mich sehen, weil wir so gute... Ich habe das mit denen ganz anders gemacht. Mir war das eher so ein bisschen freundschaftlich und nicht so wie manche, wenn sie ihn dann draußen auf der Straße getroffen haben, haben sie die Straße gewechselt und so. Das manche Betreuer, das, so bin ich einfach nicht. Und jetzt fangen wir endlich an. So, ich zeige euch zuerst seine erste Technik. In seiner ersten Technik geht es darum, dass er zeigt, wenn er auf jemanden so zukommt, dass er schön mit Körper jemanden so richtig explosiv umhauen kann. Ja? Ich zeige dir zuerst, wie er das macht, dann zeige ich dir, wie ich das mache, bzw. wie du das alleine machen kannst, weil ich habe jetzt keinen Partner hier und das ist auch bei euch, bei vielen der Fall. Ja, Marek, ich habe aber keinen Partner. Ganz wichtig ist es, alles, was du machst, machst du aus dem ganzen Körper. Dazu kommen wir noch. Schaut euch zuerst ein Video an. Arrivé, ne m'anticipe pas. Voilà ce que ça peut donner. Ich zeige euch jetzt kurz verschiedene Varianten. Seine Variante, das kannst du auch alleine üben, dass du versuchst, nicht das machen, ja?
dass du jetzt zu den Sansa kommst, dann machst du das. Da ist kein Power drin. Ich mach alles, das zeige ich dir auch später, egal ob ich mit Stock oder Messer trainiere. Alles, überall ist diese Bodymechanik, das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel da bin, ich stehe zum Beispiel rechts vorne, ja, dann, das ist das, okay, hier, das, okay, hier. Das ganze Körper geht in den Schlag, okay. Selbstverständlich gibt es auch Techniken, wo du, sagen wir, schulterbreit stehst und da kommt noch kurze explosive Schlag, aber auch das ist nicht das, sondern wenn du die Hände hier oben hast, okay, kurz aufstapfen. Boom, nicht das. Da ist kein Power. Ich stell dir vor, jemanden hast vor dir. Du kannst ihn hier die Hände auf die Seite parieren. Hier. Hier auf Brustkorb. Das ist so extrem. Ich würde das normalerweise einblenden, aber meine ganze externe Festplatte ist leider kaputt und kann ich nicht reinschneiden von meinen Seminaren. Letzte Variante, was du am Sansang machen kannst. Wir stehen wieder hier, wieder extremes Körper mitmachen. Einmal links, einmal rechts. Wenn ich hier den Angriff stehen habe und ich pushe ihn explosiv auf sein rechtes Schuh, boom, dabei habe ich mich aufgepowert, boom, und ziehst du da durch. Sehr, sehr unangenehm, vor allem wenn du mit den Handballen hier genau drunter schlägst. Das heißt, kannst du dir vorstellen, die Hand geht weg, hier bin ich perfekt, beziehungsweise der Aggressor auf einen Schlag vorbereitet, ja? Das kannst du wieder gut hier trainieren, okay? Wieder nicht das machen. Kein Power. Eins, dreht sich rechte Ferse und zurück. Hier, linke Ferse, weil hier powerst du dich auf, okay? Okay, das heißt, wenn ich hier schlage, hier bin ich aufgepowert für andere Schläge. Jetzt zeige ich dir, was er macht. Ja? Er steht in ganz normaler Kampfstellung, dann geht er plötzlich zum Boden, ja, und dann schnell rauf und ist wieder bereit zum Kämpfen. Ja? Das zeige ich dir. Ich zeige dir, was du Ähnliches, was du auch machen kannst, ganz alleine, vor allem, wie du auch deine Beine dabei trainierst. Okay? Et comme ceci. Je fléchis, je pose les mains. On le fait en dynamique. Das heißt, das, was ich euch jetzt zeige, ist, wir stehen links vorne. Ja? Was wir jetzt machen, wir schlagen links, rechts. Jetzt verlagere ich das Gewicht nach unten. Ja, so dass ich richtig spüre, wie das brennt in den Beinen. Und dann schlagst du linke, rechte und dann gehst du wieder rauf. Während ich raufgehe, gehe ich nicht so, sondern wieder in eine Position, dann bist du auch besser geschützt, wenn du dir so freigibst, den Aggressor dagegen. Okay? Das heißt, hier sind wir in Stellung, ja, schön eng bleiben. Das heißt, links, rechts, Gewicht absenken, links, rechts. Und während ich hier unten bin, mache ich nicht das oder das, ja, sondern Gewicht ab. Eins, zwei. Ich bleibe da trotzdem gut. Diese ganze Bodymechanik und von hier kann ich entweder schnell nach vorne oder schnell zurück. Das ist sehr wichtig, okay? Das heißt links, rechts, Gewicht absenken, links, rechts. Und jetzt stehe ich nicht so auf, sondern mit der Schulter nach vorne. Hier und dann drehe ich mich wieder. Okay? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, boom. Und wieder hier. Links, rechts, Gewicht ab. Links, rechts, boom. Aufstellen und wieder in die Position. Wenn du das 10, 20 Mal machst, es brennt ordentlich in den Beinen, aber es ist ein sehr gutes Training für deine Bodymechanik, okay? Main alternée sur le ballon. Je pompe, je descends. Bei dem nächsten Video zeigt der Legionär seine Push-Ups oder Liegestützen Techniken oder Variationen mit einem Ball und so weiter. Ich habe mir gedacht, ich mache was anderes
und nicht wieder dasselbe. Was mir für Kampfkünste oder Kampfsportler sehr wichtig ist, ist Abhärten von den Fäusten. Deshalb mache ich Liegestütze nur auf den Fäusten. Ja, da ist es aber sehr wichtig, dass du am Anfang, wenn du die Fäusten abhärten wirst, dass du nicht übertreibst, schlägst du gegen harte Boden oder was weiß ich, und dann 2-3 Monate hast du Verletzungen an den Handgelenken und das haut dich wieder Monate zurück. Das ist komplettes Blödsinn. Langsam anfangen. Was wir jetzt machen? Ich habe hier jetzt eigentlich Beton drunter, ja? Aber ich trainiere auch auf den Fäusten. Was wir jetzt machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt gehe ich auf die Fäuste und gehe zuerst eng. Ja. Wenn ich raufgehe, gehe ich breit. Wieder. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? Das kannst du so 10 Mal machen und dann wieder 1, 2, 3. Das heißt, einmal eng, jedes Mal, wenn du raufgehst, gehst du wieder auf die Fäuste. Wenn du raufgehst, zurück zum engen Griff, wieder jedes Mal springst du hin und her auf den Fäusten und das ist perfektes Training. Davor aber 10 Mal reinschlagen, gehst du hier 1, 2, 1, 2. Okay? Viele zum Beispiel jetzt, wir kommen gleich wieder zurück, aber will ich noch was sagen. Viele, die mit Stock trainieren, trainieren auch nur aus den Händen. Ich will mit Stock so trainieren, dass ich auch gute waffenloses Training habe. Egal ob ich hier vorne bin, ja, dass ich den Stock vorne führe, oder habe ich den Stock hinten. Wenn ich zum Beispiel hier und jetzt wieder zurückgehe, hier, dann kann ich schön mit links kommen, okay? Oder gehst du hier, tiefer, okay? Und auch die Schläge durchgezogen, okay? Hier, auf der anderen Seite, okay? Überall ist deine Bodymechanik dabei. Nie nur. Was ist das? Gar nichts. Okay, die nächste Technik von den Major, den Legionär, das Schmeißen um die Wand mit dem Ball. Abwechseln, mal links, einmal rechts. Manche fragen dann aber, was ist, wenn ich kein Medizinball habe? Oder zweitens, was ist, wenn ich in einer Wohnung wohne? Weißt du, wie viel Lärm das macht, wenn du in einer Wohnung gegen eine Wand knallst? Wenn du in so einer Halle bist wie hier, ist es kein Problem. Deshalb kannst du entweder so eine Kettlebell nehmen, diese hat 12 Kilo, oder nimmst du eine Hantel, ja, Hantel, die beiden Hände und dann 1, 2, 3, und da trainierst du schon wieder perfekt. Okay, das ist ziemlich viel Power, dann nimmst du so ein Kettlebell, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sagen, Hantel ist schon fast besser, weil dann wackelt das nicht so, wenn ich das schön hier in den Händen habe. 1, 2, 3. Und dann hast du wirklich diese Power. Wenn du dann jemanden vor dir hast, der aggressiv vorkommt. Und dann ein so ein Schubser, glaub mir, der fliegt wie ein Fetzen. Jetzt kriegt sie noch eine Bonustechnik von mir. Ja, jetzt zeige ich nichts mehr von den Legionären, und zwar, ich zeige meistens, wenn mir jemand kommt, privat zu trainieren, dass die Distanz ist hier, ja, wenn sie dich umkreisen oder in der Disco oder in einem Bar oder so, meistens passiert der Kampf hier auf dieser Distanz. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie wie im Ring herumläufst, ja, und dann versuchst du irgendwelche Techniken, also versuchst den Gegner zu lesen, da hast du diese Zeit nicht zum Lesen. Deshalb zeige ich denen, wie du den Aggressor vernichtest, noch bevor es in richtigen Kampf übergeht. Ja, selbstverständlich, wenn du diesen Kampf vermeiden kannst, ist das Beste, was du machen kannst. Spiel bitte keinen Helden, die gibt es genug schon am Friedhof. Ja? Aber hier auf dieser Distanz, wenn er das nicht erwartet und du dann explosiv startest, hast du denjenigen da, wo du ihn haben wolltest. Was ich dir jetzt zeige, sind zwei verschiedene Techniken. Das heißt nicht wie vorher mit der Schulter hier und dann zuschlagen, sondern wir schlagen hier auf die kurzen Rippen. Zurück mit links und dann kurz hier. Dieser direkte Schlag ist sehr schnell
Ja? Und dieser Schlag auf die Rippen, wenn das richtig ist, hier, und dann kommt gleich von unten aufs Kinn, kannst du auch sehr gut mit Samstag trainieren. Das heißt, du bist hier schulterbreit, unvorbereitet, trainierst nicht immer entweder mit links oder rechts, weil du musst imstande sein, auch von hier zu kämpfen. Außerdem schaut das nicht aggressiv, wenn einer zu dir kommt und du gehst schon in diesen Stand. Ja. Deshalb von hier, hier, und da ist der Schlag, okay? Kannst du auch mit der offenen Hand. Dieser Schlag ist sehr schnell. Und jetzt stell dir vor, zuerst kommt der Schlag hier auf die Rippen und dann hier aufs Kinn. Game over.